Der Bulli, die erfolgreiche Kombination aus Bus und Transporter, ist mit mehr als 7 Jahrzehnten Bauzeit nicht nur das am längsten produzierte Automobil, er steht auch für ein besonderes Lebensgefühl und genießt Kultstatus. Jetzt schlägt die Großraumlimousine von Volkswagen als neuer Multivan ein neues Kapitel auf und wird noch vielseitiger, digitaler und komfortabler als bisher. Der Van wurde vollständig neu konzipiert und wechselt mit der 7. Generation erstmals auf die PKW-Plattform des modularen Querbaukasten von Volkswagen. Das ermöglicht zahlreiche modernste Assistenten und neueste Technologien, allen voran die Elektrifizierung. Daher gibt es ihn erstmals auch als E-Hybrid mit einer rein elektrischen Reichweite von ca. 50 km. Außen ist der Multivan jetzt moderner, etwas niedriger und vor allem windschlüpfriger. Die Windschutzscheibe ist stärker geneigt und die Front deutlich länger. Auch am Heck reduzieren der große Dachkantenspoiler und Seitenfinnen den Luftwiderstand. Gegenüber dem Vorgänger hat der jetzt fast 5 Meter lange neue Multivan in Länge und Breite leicht zugelegt. Die optional auch elektrisch zu öffnende Schiebetür gibt es nach wie vor, ab sofort sogar auf beiden Seiten serienmäßig. Der Innenraum präsentiert sich digitaler, variabler und wohnlicher als je zuvor. Der Fahrer- und Beifahrersitz sind sehr komfortabel. Das digitale Cockpit und die Touchscreens wurden aus dem Golf übernommen. Auch eine Smartphone-Anbindung via App Connect ist möglich. Schaltknauf und mechanische Handbremse wurden abgeschafft. Für die serienmäßige Automatik befindet sich ein DSG-Schalttaster in der Instrumententafel und die Handbremse wird per Knopfdruck aktiviert. Dadurch vergrößert sich der Durchgang zwischen Fahrer- und Beifahrersitz nach hinten, wo es auch keine Dreier-Rücksitzbank mehr gibt. Stattdessen gibt es flexible Einzelsitze, die sich über ein kluges Schienensystem verschieben, umlegen oder herausheben lassen. Zusätzlich kann auch ein Multifunktionstisch von vorne bis nach hinten verschoben werden, bei dem die Tischflächen aus- oder eingeklappt werden können. Den neuen gibt es auch wieder in einer Langversion. An Platz mangelt es aber auch nicht im Kurzeck. Sind alle 5 Einzelsitze im Fahrgastraum, beträgt das Kofferraumvolumen 469 Liter, welches sich jedoch durch Herausnehmen einzelner oder mehrerer Sitze vervielfachen lässt. Die neue VW Großraumlimousine startet mit 2 effizienten Turbo TSI Benzinern mit 136 und 204 PS und einem Plug-in-Hybrid. Diese sehr interessante E-Hybrid-Variante kombiniert einen 116 PS Elektromotor mit einem 150 PS Benzinmotor, wodurch sich eine Systemleistung von 218 PS ergibt. Sie bietet weiters auch einige finanzielle Vorteile, wie zum Beispiel keine Nova, eine niedrige motorbezogene Versicherungssteuer und die staatliche Förderung. Im nächsten Jahr folgt noch ein 2-Liter Turbodiesel mit 150 PS. Angetrieben wird generell die Vorderachse. Der neue Multivan ist um fast 200 Kilo leichter als der Vorgänger, was sich in Verbindung mit dem um 12 cm längeren Radstand und einem niedrigeren Schwerpunkt besonders positiv auf die Fahrbarkeit auswirkt, welche klar in Richtung PKW geht. Der neue Multivan fährt sich handlicher, als es die Außenlänge vermuten lässt. Er lässt sich präzise durch Kurven dirigieren, vermeidet übermäßiges Wanken und bietet einen im Multivan bisher unerreichten Fahrkomfort. Der für Unternehmen vorsteuerabzugsberechtigte neue Multivan von Volkswagen beginnt preislich bereits unter 50.000 Euro inklusive Steuern.